Ich möchte mit dir heute den Rucksack Big Klappack nähen. Du brauchst dafür das E-Book, in dem das Schnittmuster enthalten ist für zwei Größen. Ich nähe heute die große Version. Dafür braucht man den Außenstoff für das Hauptfach. Bei mir ist das hier so ein schöner grauer. Den Innenstoff. Den Außenstoff für den Boden. Da werde ich ein schwarzes Kunstleder verwenden. Den abwischbaren Stoff fürs Nassfach. Das ist bei mir hier so ein rotes. Außerdem Bügelvlies zum Verstärken. Ich verwende am liebsten das H640. Schrägband zum Einfassen der Seitenteile. Habe ich hier passend in Schwarz. Außerdem Reißverschlüsse. Endlos Reißverschluss würde ich empfehlen. Ich habe jetzt farblich leider keinen passenden gefunden, also habe ich Einzelreißverschlüsse bestellt. Einmal in Rot fürs Öffnen vom Nassfach und dann noch zwei Reißverschlüsse in Schwarz für die Klappe vorne. Und ich werde noch eine kleine Reißverschlusstasche einnähen. Da habe ich jetzt hier noch einen grauen Reißverschluss dazu. Magnetverschluss für oben, für die Klappe. Hier werde ich euch später noch zeigen, wie man einen sogenannten Locksverschluss anbringt, der sich hier ganz einfach öffnen lässt, indem man den Schieber oben rauszieht, der aber auch fest zubleibt, wenn man nicht dran zieht. Ich habe mich hier für ein rotes Gurtband entschieden in 4 cm Breite. Man braucht Nähgarn in passender Farbe, das wäre jetzt hier schwarz und rot. 4D-Ringe oder 2 Rucksackschieber. Wer möchte ein tolles Label zum Einnähen, dass auch jeder weiß, wer den Rucksack danach fabriziert hat. Und weil es bei mir ein Sportrucksack für meinen Mann werden soll, werde ich noch hier so einen Karabiner mit einnähen. Außerdem möchte ich dieses Mal diese Gurtbandenden probieren, die man dann einfach ans Ende vom Gurtband mit hinmacht. Ich glaube, das sieht ein bisschen schöner aus. So, dann kann es auch schon losgehen mit dem Kleben vom Schnittmuster. Beim Gurtband ist es so, dass man darauf achten muss, welche Breite vom Gurtband habe ich. Ich habe mich ja eben für dieses 4 cm breite Gurtband entschieden, also brauche ich auch das Schnittteil G4 für 4 cm Gurtband. So, den Rest habe ich schon vorbereitet. Das ging schnell, oder? Starten wir mit dem Zuschneiden. Ganz wichtig ist es auch beim Motivstoff, dass die Schnittteile von der Klappe direkt daneben die Verschlussklappenseitenteile zugeschnitten werden und dann aus dem gleichen Stoff die Seitenteile vom Rucksack. Also es bedeutet, der Rucksack sieht dann so aus, hier sind die Seitenteile, danach kommt die Verschlussklappe, die man so öffnen kann und da sollte natürlich das Motiv einheitlich drüber gehen, dass das hier möglichst schönes Bild ergibt. Ich habe jetzt hier kein Muster, also von daher kann ich es irgendwie drauf pflegen. Die Motivrichtung wird hier am Schnittmuster immer angezeigt. Sollten jetzt hier Schmetterlinge drauf sein oder irgendwas, dann sollte man sich schon an die Motivrichtung halten. Ganz wichtig ist es auch, dass solche Markierungen wie hier der Übergang zum Reißverschluss angezeichnet wird. Wichtig ist, jedes Mal muss es einmal spiegelverkehrt mit aufgezeichnet werden, also drehe ich mir das Schnittmuster einfach um und zeichne das Ganze nochmal auf. Im Stoffbruch zuschneiden bedeutet, ich falte den Stoff hier an der Kante, lege mein Schnittmuster hier mit der Markierung Stoffbruch direkt an der Faltkante, also am Stoffbruch an. Zeichne das einmal auf.
Seite zu. Mit Stecknadeln abstecken oder das Ganze mit Klammern hier nochmal festzustecken, wäre natürlich ganz gut. Also so geht es auch. Und habe dann ein großes Stoffteil, was ich im Stoffbruch zugeschnitten habe. Das Bügelvlies kommt immer auf die Innenstoffteile und wird auf die linke, also auf die unschöne Stoffseite aufgebügelt. Die raue Seite ist die Kleberseite, die kommt hier auf die linke Stoffseite und Vlies schneide ich immer ein bisschen kleiner zu, dass es zum einen nicht übersteht, wenn man aufbügelt, aber zum anderen, dass es auch die Naht einfach nicht zu dick macht. Das Ganze dreht man dann um und geht mit dem Bügeleisen nach und nach drüber, dass die raue Kleberseite eben heiß wird, anschmilzt und sich mit dem Stoff verbindet. Bei den großen Stoffteilen ist es ein bisschen mühsam, bis man wirklich das ganze Vlies auch schön auf dem Stoff aufgebügelt hat. Aber es lohnt sich, weil wird man den Rucksack dann doch mal waschen, dann löst sich das sonst oder es verschiebt sich und das will man dann ja auch nicht. Wer jetzt einen normalen Magnetverschluss oder Druckknopf anbringen will, müsste das an dieser Stelle am Innenstoffteil von der Verschlussklappe machen. Dadurch, dass ich aber mit so einem sogenannten Lox-Verschluss arbeiten werde, kommt es bei mir erst zum Schluss. Man braucht also das Innenstoffteil und das Außenstoffteil von der Verschlussklappe, das ist das Schnittmusterteil V. Die schöne Seite vom Innenstoff liegt vor einem, der Reißverschluss, Zipper ist oben geschlossen, wird hier Kante an Kante aufgelegt, der Reißverschluss endet oben an der Markierung, die ist auch im Schnittmuster eingezeichnet. Unten, mein Reißverschluss ist jetzt ein bisschen länger, Endlosreißverschluss kann man auch ungefähr auf die Länge kürzen. Das mache ich dann später, wenn ich wirklich weiß, wie lange brauche ich den Reißverschluss jetzt. Auf diese Kombination kommt jetzt das Außenstoffteil rechts auf rechts. Das heißt, die beiden schönen Seiten liegen aufeinander. Also jetzt einmal von unten bis hier knapp den Reißverschluss einnähen. Ganz wichtig ist am Anfang vor und rück zu nähen, dass die Naht später nicht aufgeht. Kurz bevor man zum Ende vom Reißverschluss kommt, die Nadel stecken lassen. Füßchen heben, den Reißverschluss nach hinten öffnen, alles wieder schön zurechtlegen und vorne den überstehenden Reißverschluss, falls es ein Endlosreißverschluss ist, beziehungsweise bei dem normalen Reißverschluss das, was vorne übersteht, nach außen klappen. Das Füßchen wieder senken und weiter nähen. Falls ich jetzt einen Endlosreißverschluss habe, muss man hier natürlich ganz vorsichtig drüber nähen. Dadurch, dass ich jetzt hier noch einen Stoff habe, kann ich jetzt hier einfach drüber. Noch ein kleines Stück um die Kurve. Wieder vor und rück nähen. Die zweite Seite wird jetzt genauso eingenäht, das heißt, der Reißverschluss liegt wieder geschlossen nach oben, hier an der Kante, wo oben die Rundung ist. Der Reißverschluss endet wieder an der Markierung. Zusammengenäht wird jetzt von unten, einmal außen rum, hier wieder darauf achten, dass das Überstehende nach außen geklappt wird. Oben
bis hier. Also es kann komplett geschlossen werden, weil unten die Wendeöffnung ja offen bleibt. Wenn man fertig ist, kann man hier die überstehenden Ecken abschneiden. Man kann die Verschlussklappe wenden. Wer mag, kann es nochmal glatt bügeln. Wichtig, was ich auf jeden Fall machen würde, ist jetzt nochmal an der Kante außenrum die Verschlussklappe knappkantig hier abnähen. So, Reißverschluss, Nähfuß zu früh gewechselt. Wir brauchen ja noch die andere Seite. Also die Seitenteile von der Verschlussklappe werden so angenäht, dass die schönen Außenseiten aufeinander liegen und die schönen Innenseiten auseinander liegen. Also rechts auf rechts zum Innenstoff und rechts auf rechts zum Außenstoff. Dazwischen liegt der Reißverschluss. Hier unten ist es wichtig, dass ich jetzt natürlich darauf achte, dass das hier auch an der unteren Kante abschließt. Wenn es dann festgenäht ist, sieht man hier jetzt schon, dann sind die Seitenteile, auf der anderen Seite machen wir es dann genauso, sind die Seitenteile mit dem Reißverschluss und der Reißverschluss mit der Verschlussklappe verbunden. Und somit lässt sich das dann ganz einfach öffnen und die Verschlussklappe öffnen. Also hier entlang bis ganz oben die Seitenteile am Reißverschluss festnehmen. Bei wem der Reißverschluss lang genug ist, der kann den Reißverschluss natürlich auch öffnen. Dann kommt einem der Zipper nicht in die Quere beim Nähen. Und man steckt also nur die Seitenteile am Reißverschluss Kante an Kante fest und näht dann hier wieder einmal komplett durch. Auch hier würde ich es wieder empfehlen, nochmal den Stoff zur Seite bügeln oder einfach hier so feststreifen und dann nochmal knapp an der Kante, an der Stoffkante den Reißverschluss festnähen. Spätestens jetzt kann man hier unten das Ganze auf eine Länge kürzen. Am besten geht es auch mit einem Patchwork-Lineal. Man zeichnet sich hier eine einheitliche Linie ein und kürzt dann dementsprechend. Wer möchte, kann jetzt hier zum Beispiel noch ein Label anbringen. Werde ich natürlich machen. Meine Label nähe ich am liebsten so ein, dass ich die hier festnähe. Später, wenn dann unten noch das Band drum kommt, wird es hier mit eingenäht. Als nächstes wird das Innenstoffteil für den Verschluss oben eingenäht. Das heißt, Schnittmusterteil VO mit der schönen Seite zu mir auf den Nähtisch legen, die Verschlussklappe Kante an Kante hier oben feststecken. Man öffnet jetzt den Reißverschluss. Wichtig, nur bis zur Mitte, nicht dass er hinten rausgeht. Und man kann sich auch den Deckel hinten feststecken. Und hier nochmal obendrauf den Außenstoff vom Schnittmusterteil VO, Kante an Kante
mit den gleichen Klammern feststecken oder mit den gleichen Nadeln feststecken. Wichtig ist eben, dass es nicht nach außen zieht. Wenn man die Klappe öffnet, drum sollte man oben feststecken, bevor man die Klappe öffnet. Und dann alles einheitlich feststecken. Dass es hier übersteht, ist kein Problem. Der Abstand kommt, weil natürlich jetzt hier der Reißverschluss eingenäht worden ist. Das wird später dann gekürzt. So. Hier entlang werden die beiden Stoffteile VO an der oberen Kante festgenäht. Das Schnittteil VO ist jetzt an beiden, also Innen- und Außenstoff, festgenäht. Halt. Die Verschlussklappe öffnen wir wieder. Schlagen einmal das obere Stoffteil um und nähen hier an der oberen Kante nochmal knappkantig ab. Die Kombination aus Verschlussklappe und Verschlussklappenoberteil ist fertig. Jetzt zeichne ich mir mit der Schneiderkreide die Position an, wo später der Loksverschluss sitzen soll. Das Werkzeug, was man braucht, um das Loch reinzustanzen, ist dabei. Mit diesem kleinen Stanzmesser, sage ich mal. Schlägt man dann hier oben mit Hilfe von dem Schraubenzieher, kann man das so ein wenig festhalten, und man schlägt dann hier oben an der passenden Stelle ein Loch rein. Wenn die Materialkombination zu stark ist, kann es auch sein, dass man mit dem Stanzer nicht durchkommt, dann kann man das Ganze auch mit einer kleinen Schere machen. Hauptsache ist, man hat dann ein Loch, in das der Schrauber passt, und auf die Gegenseite dann Aufsatz drauf geschraubt wird. Festziehen kann man das Ganze auch wieder mit dem Werkzeug, was eben dabei ist. Eine Seite ist angebracht. Das gleiche kann man jetzt eben an der Gegenseite hier drüben machen. Den überstehenden Stoff jetzt einfach auf die Breite des Bodens zuschneiden. Dafür braucht man zweimal den Innenstoff, gepolstert mit Bügelvlies, zweimal den Außenstoff, zwei Gurtbänder und die passenden Schienen, um das Gurtband einzuhängen. Je nachdem, welche Konstruktion ihr dann bevorzugt, kommt hier auf jeden Fall das Element hin, wo dann das Gurtband von unten eingefädelt wird. Das Gurtband von unten durch den Rucksackschieber einfädeln und hier schon mal abnähen. So zusammengenäht kann das Gurtband noch schwerer ausreißen. Die Kombination wird dann nach innen gedreht, auf die schöne Innenstoffseite gelegt und der Außenstoff kommt oben drauf. Das Ganze dann hier feststecken. Und dann wird der komplette Träger einmal außenrum abgenäht. Die Wendeöffnung bleibt hier oben und das Gurtband mit dem Schieber wird unten mit eingenäht. So sieht das Ganze dann aus. Oben ist die Wendeöffnung. Und wer mag, kann jetzt hier unten nochmal über den Bereich nähen, wo das Gurtband mit drin ist. Einfach, dass es besonders fest ist und nicht ausreißen kann. Die Träger werden jetzt mit so einem Wendestäbchen, oder es geht auch per Hand, gewendet. Ganz wichtig finde ich aber, dass man außenrum
an der Kante nochmal, also hier nochmal komplett an der Kante außenrum absteppt. Der erste Gurt ist fertig. Genau das gleiche machen wir jetzt auch noch beim zweiten Gurt. In meiner Sporttasche soll es einen kleinen Karabiner geben, an dem so Zahlenschloss befestigt werden kann. Da habe ich aus Schreckband eine kleine Schlaufe genäht für den Karabiner. Man kann aber auch ganz normal so Zierbänder oder sowas benutzen. An der oberen Kante des Bodens wird der Karabiner eingelegt und hier oben innerhalb der Nahtzugabe schon mal festgenäht, also fixiert, dass es dann beim Zusammennähen nicht verrutschen kann und auch besonders reißfest eingenäht ist. Innerhalb der Nahtzugabe bedeutet innerhalb den 7 mm, dass man später die Naht nach dem Zusammennähen nicht mehr sieht. Im nächsten Schritt wird dieses fertige Stoffteil vom Boden Kante an Kante an der Verschlussklappe oben festgesteckt. Bedeutet, hier ist die Verschlussklappe. Wenn ich hier aufmache, ist dann mein Karabiner hier oben im Rucksack innen befestigt. Das komplette Stoffteil drehe ich dann um und platziere die Tragegurte und die Trageschlaufe für oben mittig an dieser Kante und stecke auch noch mal alles fest. Danach näht man hier oben alles miteinander fest. Ganz wichtig ist es, dass diese Schlaufe ganz fest oben eingenäht wird. Also man näht einmal hier drüber und innerhalb der Nahtzugabe näht man zum einen die Gurte nochmal fest, zum anderen aber auch das Gurtband, dass es in keinem Fall, egal wie viel man in den Rucksack packt, ausreißen kann. Und natürlich sollte man auch nicht vergessen, vorher noch das Außenstoffteil mit anzubringen. Also es kommt nochmal zusätzlich oben drauf. Aufgeklappt sieht das Ganze dann so aus. Die Trageschlaufe oben, also man sollte wirklich auch schauen, dass das ganz fest eingenäht ist. Ich habe das jetzt zum Beispiel mit zwei Nähten gesichert. Schneide auch nichts zurück, dass es ein bisschen Spielraum hat, um auch großen Belastungen standzuhalten. Als nächstes kommen hier die Tragegriffe rein. Da kann man wieder Gurtband verwenden. Ich habe mich entschieden, die Tragegriffe hier aus dem gleichen Material zu nähen, wie der Außenstoff ist. Zeige ich euch, wie es geht. Zwei Stoffstreifen zuschneiden. Die Größe findet ihr im E-Book. Dann auf der langen Seite zusammenfalten. Mit Klammern oder Nadeln entlang dieser Seite feststecken. Und dann auch entlang dieser Seite zusammennähen. So sieht das Ganze dann aus. Ich nehme mir wieder mein Stäbchen zur Hilfe und drehe diesen Schlauch auf die rechte Seite. Wer mag, kann jetzt noch die Nahtkante mittig auf eine Seite bügeln und dann ist der Griff schon fertig zum Einnähen. Weil ich immer wieder gefragt werde, ob man diese Griffe denn unbedingt braucht. Ich finde ja, weil der Klapppack ist kein typischer Rucksack, den man vor allem als Rucksack trägt. Die Rucksackfunktion finde ich vor allem dann praktisch, wenn man die Hände frei braucht für Kinder oder wenn man noch eine zusätzliche Tasche tragen will und dann den Klapppack auf den Rücken nimmt. Eigentlich ist der Klapppack eine normale Freizeittasche, Tragetasche, die eben über diese Griffe getragen wird und ich finde es wichtig, dass die mit dabei sind. Die Griffe werden jetzt hier
an der Seite mit festgesteckt. Hier an den Seiten die Bänder schon mal fixieren. Die werden dann später, wenn die Seitenteile mit eingenäht werden, nochmal zusätzlich festgenäht. In meinem Klapppack soll es noch ein kleines Reißverschlussfach als Seitenfach geben. Dafür braucht man dann nicht nur den Innenstoff, der mit Bügelvlies gestärkt ist und den Außenstoff, sondern noch zusätzlich zwei Stoffteile für das Reißverschlussfach. Die inneren zwei Stoffteile legt man links aufeinander und schneidet an der Stelle, wo man das Reißverschlussfach haben möchte, die Stoffe einfach auseinander. Die Stelle ist im Schnittmuster auch markiert. Am besten geht es wieder mit einem Rollschneider und einem Schneiderlineal. Somit ist jetzt der Bereich gekennzeichnet, wo der Reißverschluss eingenäht wird. Die beiden unteren Stoffteile vom Seitenfach legt man jetzt rechts aufeinander. Dazwischen kommt der Reißverschluss. Halt so rum. Dazwischen kommt der Reißverschluss, Kante auf Kante. Das Ganze wird hier oben zusammengenäht. Der Reißverschluss wird an der oberen Kante eingenäht. Wer mag, kann auch wieder ein Reißverschlussfüßchen in die Nähmaschine einsetzen. Dann geht das Ganze natürlich noch einfacher. Ist das Ganze dann zusammengenäht? Sieht es so aus, dass der Reißverschluss sich ganz einfach öffnen lässt und auch innen einfach schön sauber ordentlich vernäht ist. Ich mag keine Reißverschlusstaschen, wo man innen die offene Naht sieht, das gefällt mir einfach nicht. Weil alle immer sagen, oh Gott, Reißverschluss ist ja total schwierig, habe ich noch nie genäht. Also es ist wirklich nur eine Naht. Man muss halt einfach wissen, in welcher Reihenfolge man den Reißverschluss einlegt und wie die Stoffe dann liegen. Aber im Grunde ist es dann einfach nur einmal gerade drüber. Das Ganze faltet man dann auseinander und näht hier knapp an der Kante die beiden Stoffe nochmal am Reißverschluss fest. Aus dem einfachen Grund, dass der Stoff von innen nicht an den Reißverschluss gezogen wird, wenn man das Reißverschlussfach auf und zu macht. Danach kommen die Oberteile oben an den Reißverschluss, bedeutet den Innenstoff, also hier in dem Moment ist es der Außenstoff vom Reißverschlussfach, rechts auf den Außenstoff. Und den Innenstoff rechts auf den Innenstoff. Beides liegt dann Kante an Kante zum Reißverschluss. Man kann das auch nochmal prüfen, wenn man das Stoffteil aufklappt. Der Reißverschluss ist dann innen eingenäht und der Innenstoff vom Reißverschlussfach ist eben dann schön ordentlich am Reißverschluss mit dran. Und jetzt nehmen wir hier oben an der Kante den Reißverschluss fest. Den überstehenden Reißverschluss kann man dann ganz einfach mit ein bisschen Abstand auf die entsprechende Länge kürzen. Ich werde beide Seitenteile mit Schrägband in den Rucksack nähen. Bedeutet, ich kann jetzt die Seitenteile komplett fertig zusammenstecken. In der Reihenfolge, wie sie später im Rucksack sitzen. Der Außenstoff ist dann schon mit der rechten schönen Seite außen. Das Reißverschlussfach ist innen. Man sieht es hier schon schön, so wird dann das Reißverschlussfach später aussehen. Und in dieser Kombination nähe ich jetzt einmal außenrum das Seitenteil zusammen. Somit sind beide Seitenteile fertig zum Einnähen. Bevor die Seitenteile eingenäht werden können, finde ich es wichtig, dass man die Griffe nach innen fixiert und auch die Tragegurte nach innen fixiert, nicht dass die nach außen fallen und dann in die Seitenteile mit eingenäht werden. Die Seitenteile werden dann rechts auf rechts, Kante an Kante, an den äußeren Rändern von dem schon fertigen
Schnittmusterteil oder Stoffteil, fertiges Stoffteil, festgenäht, festgesteckt. Gott. Die unsaubere Kante, die hier jetzt dann übersteht, wird später mit Schreckband eingefasst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, beide Außenseitenteile nacheinander festzunähen und dann über die untere Kante zu wenden. Das wird auch im E-Book beschrieben, wie das funktioniert. Ich tue mich mit Schreckband einfach leichter. Die eine Seite ist im Rucksack festgesteckt. Die wird jetzt einmal hier außenrum eingenäht. Danach kommt die zweite Seite auf die andere Seite rein. Wichtig ist, dass hier diese Naht, die wir zur Sicherheit hatten, dass nichts rutscht jetzt beim Zusammennähen, dass innerhalb dieser Naht genäht wird. Also nicht außerhalb, sondern innerhalb. Dass die Naht später auch nicht sichtbar ist. An den Stellen mit Reißverschluss besonders vorsichtig drüber nähen. Hier die Kante entweder direkt darauf oder knapp innerhalb. Dann kann man sich auch sicher sein, dass wirklich alles mit eingenäht wird. So wie jetzt hier die Nadeln gesteckt sind, kann ich sie entweder kurz vorher rausziehen oder ganz vorsichtig übernähen. Ich hatte das bisher jetzt noch nie, dass mir eine Nadel dann gebrochen ist, weil ich auf die Nadel genäht habe. Und das macht es eben doch auch einfacher. Und schon ist hier das schön eingenäht. Das kann man später noch zurückschneiden. Wichtig ist eben, dass die Naht innerhalb der äußeren Linie, aber super ordentlich ist das mir hier gelungen. Ja, also man kann direkt auf der Naht nähen oder ein Stück weiter innen. Ob man alles erwischt hat, sieht man auch super, wenn man es umdreht. Hier sollte natürlich jetzt sich das Ganze schön wenden lassen. Das hier ist nur ein Faden, den kann man später abschneiden. Genau, und die Griffe sind jetzt doppelt festgenäht. Das ist auch wichtig, dass die Griffe dann Gewicht aushalten. Nächste Seite. Beide Seitenteile sind eingenäht. Im nächsten Schritt kommt jetzt das Schrägband hier hin, dass man diese offenen Kanten nicht so sieht, diese offenen Nahtkanten. Dafür schneidet man ringsum den Stoff ungefähr auf 5 mm zurück. Das Schreckband wird dann komplett aufgeklappt. Geht auch mit einem Stoffstreifen, den man in der passenden Breite zuschneidet. Wird hier entlang festgesteckt und hier direkt in der Falte festgenäht. Das ganze Band wird dann außen rumgeschlagen und nochmal auf der anderen Seite festgenäht. So, die eine Seite ist jetzt schon eingenäht. Das Ganze wird jetzt eben um diese unschöne Nahtkante gefaltet. Und von der anderen Seite auch nochmal knappkantig abgenäht. Das Ganze geht hier schön drüber, dann hat man eine ordentliche Kante. Also ich mag Schreckband gerne. Es gibt auch der Naht von der Tasche außen nochmal zusätzlich Halt. Und ich finde, dass auch echt nicht schwer geht. Und jetzt ist das Schrägband fertig eingenäht. Es ist also keine unsaubere Kante mehr, sondern schön sauber. Das gleiche machen wir jetzt auch an der anderen Seite.
Die fertigen Körbchen werden jetzt so gedreht, dass man sie links auf links zusammenschieben kann. So wie sie später im Rucksack stecken. Das heißt, das Nassfach ist innen, das Trockenfach, der Außenstoff vom Nassfach ist es dann sozusagen, liegt außen. Der kommt jetzt dann gleich innerhalb des Trockenfachs, wird er mit eingesteckt unten. Wichtig ist, dass die beiden Kanten hier direkt aufeinander liegen. An denen lässt sich das Ganze auch super feststecken. Ich klappe hier die Nahtzugabe immer auseinander. Dann ist der Bereich über den man näht nicht ganz so dick. Danach holt man sich das fertig genähte Oberteil, dreht das Ganze um und schiebt jetzt die erste Nassfachhälfte rechts auf rechts. Hier ins Trockenfach. Am besten übernimmt man gleich die Klammern oder die Nadeln, die man sich an den Ecken gesteckt hat, und steckt es hier auch nochmal an den Stellen fest. Man merkt schon, die Stofflagen werden hier immer dicker. Später kommt dann noch eine Lage oder maximal zwei Lagen Stoff obendrauf. Das Ganze wird dann einmal außenrum zusammengenäht und ist jetzt fest mit dem Trockenfach verbunden. Der obere Teil vom Rucksack ist jetzt schon mal fertig. Das heißt, das Trockenfach kann also richtig gut vergrößert werden, wenn ich ganz viel Sachen vorm Baden oder vorm Sport drin habe. Und wenn ich dann nach dem Baden fertig bin, mache ich einfach alles ins Nassfach und kann das Ganze nach oben schieben. Und doppelt so viel Platz kommt jetzt nochmal dazu, indem ich unten nochmal das gleiche annähe als Nassfach oder als Boden von der Tasche, wenn man die Tasche so aufstellt, oder eben als Seitenteil von der Tasche, wenn die Tasche liegt. Im nächsten Schritt versehen wir die Gurtbänder mit den Stoffecken. Dazu einfach die zugeschnittenen Stoffecken auseinanderlegen. Das Gurtband wird so eingelegt und die Stoffteile kommen rechts auf rechts aufeinander. Also die beiden schönen Seiten liegen aufeinander und dazwischen liegt das Gurtband. Nicht vergessen, vorher das Gurtband wieder mit einem Feuerzeug leicht ankuckeln oder hier dann einfach nochmal gut drüber nähen. Wir nähen jetzt hier die beiden Seiten ab und nähen somit auch das Gurtband mit ein. So sieht das Ganze dann aus. Nähe ich hier nochmal drüber, um das Gurtband noch fester einzunähen. Bevor jetzt das Nassfach genäht wird, müssen die Gurte noch eingenäht werden. Und dabei liegen die Gurte so und so auf den Seitenteilen vom Nassfach. Bei dem 4 cm Gurtband und dem großen Beklappack ist es natürlich hier ein bisschen viel Stoff. Den kann man dann später kürzen. Allerdings beim kleinen Stoffeck und der 3 cm Gurtband passt es wieder, oder auch wenn man den XXL Beklappack hat und die 4 cm Gurtbänder, dann passt es auch sehr gut. Hier brauche ich eigentlich nur 1 cm Abstand. Hier wird innerhalb der Nahtzugabe festgenäht. So sieht das Ganze dann aus. Wer jetzt hier mit Kunstleder arbeitet, sollte auch eine Ledernadel in die Nähmaschine einsetzen. Sind beide Gurtbänder eingenäht, kann jetzt wieder wie vorher schon
das Nassfach vervollständigt werden. Dazu wird hier an der Rundung die lange Seite mit Clipper festgesteckt. So, das erste Seitenteil ist festgesteckt und wird jetzt außenrum am Nassfachhauptstoff aus dem Stoff festgenäht. Das fertige Außenteil fürs Nassfach kann man dann wenden. Hier sieht man auch die Markierung für den Reißverschluss. Später lässt sich der Reißverschluss hierum öffnen und hierum ist dann die geschlossene Seite zum Rücken. Als nächstes brauche ich noch ein Innenstoffteil. Das ist hier wieder aus beschichtetem Material bei mir und wird wieder genauso genäht, wie ich schon gezeigt habe. Also an der langen Seite wird die Rundung festgesteckt und eingenäht. Genauso hier wird die Rundung hier so festgenäht. Sobald der Innenstoff vom Nassfach fertig ist, wird das Ganze mit dem Außenstoff vom Nassfach wieder so kombiniert, dass beides links auf links zusammengeschoben wird, so wie es dann später auch im Rucksack sitzt. Was man hier noch machen kann, ist, wenn es dann doch mal so war, dass man es ein bisschen schief eingenäht hat. Dass man das hier einfach etwas kürzt. Jetzt nähe ich einmal außenrum, um beide Stoffe miteinander zu verbinden. So, jetzt kommen wir zum letzten Schnittmusterteil. Das ist aber auch wirklich das Schwierigste, dann zumindest zum einen, weil es das Zwischenstück ist zwischen dem Nassfach und dem Trockenfach. Und wir nähen jetzt den Reißverschluss genauso ein, wie es vorher schon beim Reißverschluss Innenfach eingenäht worden ist. Also die schmalen Streifen R liegt mit der schönen Seite nach oben. Obendrauf liegt der Reißverschluss und dann kommt nochmal der schmale Streifen R mit dem Außenstoff. Einmal hier annähen. Aufgeklappt sieht das Ganze dann so aus. Der Reißverschluss ist an Innen- und Außenstoffband festgenäht. Den gleichen Schritt wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite. Dabei liegt der Innenstoff rechts auf rechts zum Innenstoff. Der Außenstoff rechts auf rechts zum Außenstoff und das Reißverschlussband liegt dazwischen. Und schon sind beide Seiten am Reißverschluss festgenäht. Und bei festen Materialien wie jetzt hier bei dem Leder und dem abwischbaren Material würde ich empfehlen, nochmal knapp an der Reißverschlusskante den Stoff festzunähen. Sonst zieht sich das zu sehr nach innen und kann dann, wenn man den Reißverschluss öffnen und schließen will, sich zu leicht nach innen ziehen oder in den Reißverschluss ziehen. Den Reißverschluss kann ich jetzt kürzen. Hier natürlich zuerst den Reißverschluss öffnen. Aber jetzt kommen die Stoffbänder RB, die dann auf dem Bodenteil liegen später. Und noch zusätzlich an den Reißverschluss. Die werden so angenäht, dass der Außenstoff wieder rechts auf rechts zum Außenstoff liegt und der Innenstoff rechts auf rechts zum Innenstoff. Ganz wichtig ist, dazu nimmt man sich am besten so ein Handmaß, jeweils 3 cm von außen nach innen abmessen und den Reißverschluss bzw. den Stoff
nur in diesem Bereich festnähen. Das Ganze wird dann später noch auseinandergeklappt und dann wird es nicht mehr funktionieren. Also ganz wichtig ist hier natürlich, dass man darauf achtet, dass man mit der Nadel nicht in den Reißverschluss kommt. Also ich habe hier einen Metallreißverschluss. Wenn da jetzt die Nadel draufstechen würde, wäre die natürlich gebrochen. Zusätzlich kann man jetzt nochmal nur über den Bereich vom Reißverschluss Band nähen, aber natürlich wieder nicht auf den Reißverschluss, um dann einfach diesen Bereich zu stärken, an dem der Reißverschluss geschlossen wird. So, jetzt habe ich auch nochmal den Reißverschluss festgenäht. Im nächsten Schritt werden jetzt die beiden Außenstoffe und die beiden Innenstoffe von innen nach außen festgenäht, sodass die auch miteinander verbunden sind. Also es sind insgesamt 4 Nähte. So sieht man es eigentlich am besten. Einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier. So. Und jetzt sind diese beiden Außenstoffe festgenäht, die beiden Innenstoffe festgenäht. Wer das so ordentlich gemacht hat wie ich, sieht auch kaum, dass es hier verschoben ist. Der Sinn des Ganzen ist, dass es jetzt möglich ist, dieses Stoffband an dieser Stelle zu öffnen. Innen- und Außenstoff verbunden sind, Außen- und Außenstoff an beiden Seiten verbunden ist und Innen- und Innenstoff hier am Reißverschlussband verbunden sind. In diesem Bereich wird dann später das Oberteil bzw. das Unterteil eingeschoben und außenrum festgenäht. Den gleichen Schritt wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite. Auch hier liegt dann wieder der Außenstoff rechts auf rechts zum Außenstoff und der Innenstoff rechts auf rechts. So entsteht dann ein geschlossenes Reißverschlussband, welches jetzt dann auf Oberseite und Unterseite vom Klapphack geschoben wird und festgenäht wird. Vorher schneidet man links und rechts hier noch die Seiten ab, dass es ein einheitliches Band ergibt und hier nicht zu weit ist. Die Breite ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie breit der Reißverschluss eingenäht wird, daher wird es jetzt erst zurückgeschnitten. Mit einem Rollschneider geht das besonders einfach und so haben wir jetzt ein einheitliches Band, was jetzt gleich noch aufgenäht wird. Dieses Band wird jetzt hier aufgeklappt und so auf den Rucksack geschoben, aufs Nassfach. Um das Ganze hier zu fixieren, kann man Nadeln stecken. Die sollten natürlich auf die Höhe gesteckt werden, wo später auch genäht wird, weil man die Einstiche natürlich sieht. Also knapp an der Kante. Man kann auch super Wonder Tape verwenden. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht auf dem Klebeband genäht wird, weil dadurch natürlich die Nadel total verklebt. So, das Reißverschlussband ist jetzt am Nassfach schon mal festgenäht. Bei Abwischbaren oder beschichteten Materialien und Leder ist es nicht nötig, dass man die Kante nochmal umschlägt, weil das Material nicht ausfranst. Sollte das jetzt an manchen Stellen, wie hier zum Beispiel, zu weit sein, kann man das einfach nochmal mit der Schere zurückschneiden.
Nur bei Baumwolle ist es nötig, dass man vorher die Kante umschlägt, um sie dann ordentlich und sauber anzunähen. Der letzte Schritt ist jetzt, dass dieses Reißverschlussband auch noch an die Oberseite vom Rucksack genäht wird und der Rucksack dann vollständig geschlossen ist. Besonders einfach geht das Ganze, wenn man den Reißverschluss öffnet. Und wie gerade beim Nassfach, jetzt dieses Band auf die Oberseite schiebt und knapp an der Kante mit Nadeln feststeckt oder auch wieder mit Wonder Tape klebt, allerdings dann neben dem Klebeband näht und nicht aufs Klebeband. So, geschafft. Ich hoffe, ihr habt den Rucksack nicht in die Ecke geworfen. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, das Ganze einzunähen. Alternativ könnte man natürlich auch das untere Teil in das obere Teil schieben, es zusammennähen und dann hat man hier halt die unschöne Kante, die man jetzt nochmal mit einem Schrägband einnähen könnte. Ist auch eine Möglichkeit, dass dieses Nassfach jetzt eben ganz groß ist. In beide Richtungen hat man diesen Bereich. Man kann jetzt auch von der anderen Seite, sieht man das ganz gut, dass das Trockenfach nach oben geschoben wird, wenn man viel Nassfach braucht. Man kann aber auch das Trockenfach ganz einfach nach unten schieben, wenn man hier mehr Raum hat, wenn man hier mehr Raum braucht. Und im letzten Schritt werden jetzt noch die Schieber eingefädelt. Dabei schiebt man das Gurtband von unten in die obere Hälfte vom Schieber und fädelt dann nochmal in der vorderen Hälfte, in der unteren Hälfte zurück. Was mir jetzt noch gut gefällt, ist, dass man solche Enden ans Gurtbandende mit fest befestigt. Dazu drückt man das einfach am Ende vom Gurtband fest. Die Haken schieben sich ins Gurtband. Wer mag, kann auch noch mal mit dem Hammer draufhauen. Jetzt ist es also wirklich richtig fest unten dran und kann hier oben auch nicht mehr aus dem Schieber rausrutschen und geht auf jeden Fall nicht auf.